Okay, da sind wir auf jeden Fall im Gulag. Was stand da? Vorratsschuppen. Ja, suchen Sie einen Schuppen auf, aber was soll mir das bitte bringen? Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie hier versuchen, die Gulag-Aufträge. Entdecken Sie Truppenpläne. Das werde ich auch probieren, je nachdem, wie weit ich denn hier vorankomme. Ich gucke einfach mal hier zurück. Da kam ich ja hier ins Wasser, aber da kam ich dort nicht nach oben, richtig? Bin ich da rechtens der Annahme, dass ich da nicht mehr hochkomme? Oder linkens der Annahme, je nachdem, welche Richtung man jetzt hier sieht. Ach so. Ja, man kann natürlich auch die Leiter nehmen. Das ist natürlich am einfachsten. Da kann ich mich hier nämlich schön auf die Suche danach begeben. Was hat mich hier jetzt gerade so... War das immer noch das markierte etwas? Ja, das scheint immer noch diese Markierung von da drüben zu sein. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Gut, das kann ich nicht markieren. Alles klar. Dann machen wir das eben selbst. Yay. Wie schön, dass hier alles blendet. Es ist wirklich blendend, weil, ne, es blendet so schön um. Ja, einfach so halt, ne? Weil Zeug. Nicht weil Baum, weil einfach Zeug. Na gut. Gulag-Anlagen sind nichts Schönes. Also, sie haben sie schön ausgestaltet, ja, aber wenn man das natürlich mit einem echten Leben vergleicht, dann möchte man sich da am besten gar nichts vorstellen. Das kommt ja einem KZ, sage ich mal, gleich. Also dieses Barackenartige, das... Ja, besucht mal Buchenwald, dann ist das schon krass, was man... Also was man da alles so zu sehen bekommt. Mission. Gulag aufklären. Ach so. Warte mal. Akte X confirmed? Guckt euch mal diese X'e da an. Ist das ein Insider? Also mal ganz ehrlich. Ob die X'e wirklich... Also ob das Zufall sein soll, wie die da aufgeführt sind. Ich weiß es nicht. So, da muss ein Dokument liegen. Da war ich aber auch schon mal. Deswegen sollte es weiterhin kein Problem sein, da irgendwie hinzukommen. So, die Sache. Ach so, das hängt ja oben. Genau. Das hatte ich hier rangezogen, dank des Seilpfeils. Deswegen ist es hier kein Problem, das zu überqueren. Nun aber weiter im Text. Ach so, das war, als ich hier undercover lang bin. Weil das hier nämlich auch verschlossen ist, alles klar. Deswegen müssen wir doch hier wieder lang. Yay. Mal wieder durch diese schöne Brühe durch. Yay. Um die... Was ist das hier eigentlich für ein Übergang? Seht ihr das? Der Übergang ist komisch gestaltet. Ach so, ich muss hier ja um die Ecke. Um selbige man mich bringen wird, weil ich hier schon 5 Jahre versuche, alles zu finden. Was ist das denn hier für eine Markierung? Was? Ja, Lara, so intensiv kann man schon mal atmen, das ist richtig. Die Frage ist nur, ob ich hier überhaupt... Warte mal. Ich will ja jetzt hier nicht in die Hände der Feinde rennen. Hier scheint es aber nicht zu geben. Das heißt, ich muss doch in den anderen Gebieten danach suchen. Bin ich da richtig in dieser Annahme? Verdammt. Das heißt, ich habe diesen Umweg nur in Kauf genommen, um hier die Monitore zu zerstören. Aber wartet mal. Kann man... Ja, geht auch viel besser. So, diesen Knopf kann ich nicht nochmal drücken. Deswegen... Zack, zack, zack. Sind das Solarkollektoren? Ich meine, wenn das Solarkollektoren sind, dann hat es nicht viel Sinn, die hier drinnen aufzustellen. Aber okay. Hauptsache, man hat Solarkollektion und kann sich toll fühlen, weil man einfach da welche rumstehen hat. Gut. Hier gibt es wohl kein Weiterkommen. Das war ja auch das Gebiet, wo ich herkam. Oder wovon ich herkam. Die Sache ist natürlich, hier hatte ich dann den Seilpfeil. Und was habe ich hier drin? Rauch, also nichts als Schall und Rauch, und das ist das Gefängnis. Genau. Das war das Gefängnis, woher wir kamen.
Schön, dass wir das aber auch nochmal sehen. Was passiert, wenn ich hier aufs Dach oder hier hochklettere? Ach so, da komme ich dort oben raus. Ja gut, macht Sinn. Einfach hier mal bitte runter. Wow, siehst mal nicht durchs Kabel. Das ist ja erstaunlich. Nee, die Treppe runter bin ich aber nicht raus. Ich bin einfach hier raus. Genau. Das ist so kompliziert hier alles. Dieses Gebiet. Warum tut man mir das an? Nee, ich muss den Umweg nicht gehen. Die Tür steht ja bereits offen. Hier ist, das war ein Schrank. Okay. Aber hier durch die Brühe konnte man ja. Ist zumindest ein bisschen kürzer. So. Ja, Lara gewinnt jeden Red Shirt Contest oder jetzt jeden Red Hosen Contest. Also Lara ist durch und durch angefeuchtet, um es mal so zu umschreiben. Ja, man kann es auch wieder falsch verstehen. Sieht trotzdem sehr schön aus, wenn das so angefeuchtet ist, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Es soll vielmehr darum gehen, dass ich jetzt endlich das Zeug finden sollte, bitte. Wäre zumindest ganz nett, wenn ich das endlich mal hier ausfindig machen kann. Ich komme ja nicht voran. Ich wollte schon seit Anfang der Aufnahme eigentlich hier weiter sein, aber nee, das Gebiet lässt es einfach nicht zu. System sagt nein. Besser gesagt, das Suchsystem sagt nein, weil es mich, also es hat mich an der Konsole sitzen und das System weiß, hey, hier, den lassen wir mal suchen, weil er nämlich so gerne sucht. Deswegen, nee, der darf noch nicht so einfach das Gebiet verlassen oder mal ausschwärmen. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Was haben wir denn hier? Ach, wieder dieses Zeug, was ich aber nicht brauche. Ich brauche es eher, dass ich hier runtergehen kann. So, aus welchem Stoff ist eigentlich die Hose? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das Leder ist. Nun gut. Hier waren wir, also von hier kamen wir, weil hier entsprechend das Camp ist. So kann man sich natürlich raus. Also, wie reist Lara eigentlich dahin? Das war schon immer die Frage, auch in Tomb Raider 2013. Sie kommt doch da eigentlich nirgends hin. Oh, nun, ja. Lara, quetsch dich da mal bitte durch. Danke. Okay. Ja, das macht Sinn, dass ich. Was? Das ist doch total unrealistisch. Natürlich könnte ich da durchschießen. Och nee. Ach so, du willst exekutiert werden? Ja, ich habe eine Geisel. Danke. Ach so, ja, ich habe ja diesen Ausweichkonter. So, jetzt haben wir wenigstens mal eine Möglichkeit, uns zu heilen. Ach so, ich sollte ja nochmal die X-Taste drücken. So. War das kein Kockschuss? Gott. Och nee. Aber warum müssen da auch welche sein? Das ist doch unfair. Nee, das sehe ich nicht ein. Also auf jeden Fall einen dieser drei Teile habe ich schon gefunden. Yay, nach solch langer Zeit. Feuerwiderstand. Warum bin ich jetzt schon wieder hier? Och nee. Warum? Das ist doch Blödsinn. Ich war am Camp. Was soll das bitte? Das ist kein Spieldesign hier. Och nee. Jetzt muss ich nochmal diesen blöden Weg laufen. Das ist doch Quatsch. Also ich war am Basislager. Hätte man mich doch wenigstens da respawnen lassen können. Aber okay, so kann ich das jetzt zumindest noch mal besser durchführen. Ja, ich weiß, ich hätte auch eine andere Waffe verwenden können, aber nee. Weil der Bogen so toll ist, und das meine ich diesmal wirklich nicht ironisch, wollte ich das mit dem Bogen probieren. Gut, hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Aber Schwamm drüber. Aber bitte ohne Kopf. Denn wir brauchen keinen Spongebob. Wer braucht schon einen Bob? Und vor allem noch mit einem Sponge vorne dran. Das macht ja auch keinen Sinn.
nee. Dieses Gulag hier. Dieser Gulag, das ist der Gulag. Ach, ist ja auch egal. Irgend so eine schreckliche Anstalt hier, wo irgendwelche komischen Dinge veranstaltet wurden. Deswegen ja auch Anstalt und sowas. Und ach, ihr wisst schon. Nee. Ja, Lara, führ uns den guten Po-Wackler durch. Ja, ein Batti. Yay. Nochmal hier schön. Okay, ich gehe jetzt ganz einfach. Passt auf. Ich mache das jetzt wie folgt. Ich gehe jetzt hier zu diesem Teil. Drücke hier mal ganz kurz die X-Taste. Kann nichts Neues machen. Hoffe, dass ich ab hier jetzt starte. Und dann kann ich hier erstmal durch. So, die Frage ist, wo stehen die alle jetzt? Ich sehe die nämlich hier gerade gar nicht. Hallo? Wo sind die denn bitte? Gegner? Hallo? Lara, jetzt bitte nicht niesen. Ach so, da kommen die langsam angetippelt. Ja, okay, gut. Hat leider nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Okay, ich brauche jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Schutz hier. Okay, den habe ich erledigt. Sehr gut. Dann nehme ich mir erstmal die Zeit, hier alles zu plündern. Nun. Okay. Schöner Kopfschuss. Ach, war es das schon? Das ist wenigstens toll, dass sich das ankündigt. Das haben sie schon toll gemacht. So. Ich will den hier einfach nur plündern. Danke. Ja, mit Objekten ablenken. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, hier ist irgendwo ein Radio. Aber wie dem auch sei, das Radio wollen wir gar nicht. Ich will nur, dass ich hier ein bisschen Munition noch aufsammeln kann. Dann muss hier irgendwo in der Nähe das zweite Zeug irgendwo rumliegen. So, den haben wir auch erfolgreich geplündert. Und wo war jetzt der dritte? Ab durch die Mitte. Der dritte muss doch hier irgendwo sein. Nee, hier schon mal nicht. Ach, ist ja auch egal. Ich will doch nur einfach diese komischen Hinweise finden. Auch wenn ich mich immer noch frage, wie Lara eigentlich zu diesen Orten kommt. Weil das ja eigentlich sonst keinen Sinn macht. So, das ist der zweite Plan, den wir haben. Yay, wir haben mal von etwas einen Plan. Wir haben keinen Plan. Das wäre nur Alarm. Aber nee, das braucht man nicht. Aber wahrscheinlich kann ja immer ein Gegner respawnen zu bestimmten Punkten. Yay, Bagger fahren. Naja, gut, ob der noch so funktionierend ist, wage ich persönlich zu bezweifeln. Aber hier muss jetzt das dritte Zeug irgendwo rumliegen. Nehmen wir das hier. Yay. Wir haben zumindest das schon mal gelöst. Gulag-Aufklärung. So, damit kann ich jetzt zurück, aber nicht hier lang. Ich wüsste zumindest nicht, was das mir brächte, hier lang zu kommen. Und warum ist es dann überhaupt noch drauf? Ja gut, ich muss zum Basislager zurück. Erstmal das markieren. Obwohl der Weg ziemlich eindeutig ist, nämlich hier wieder rüber. So, eine Mission abgeschlossen von gefühlten 1000. Warte mal. Ey, cool, sie rutscht sogar ein bisschen. Das haben sie genial gemacht, dieses Detail. Ja, wenn ich schon nicht viel sehe, dann habe ich wenigstens ein Auge fürs Detail. Yay. 500 Watt Flutlichter oder was weiß ich. Alter, hier. Derjenige. Den wollte ich doch noch plündern, genau. Ups. Nun, einfach mal durch.
Das Feuer ist uninteressant. Der Schnee ist feuerresistent. Das heißt, der wird auch so nicht weggehen. Gut. Dann muss ich jetzt zurück, wohin auch immer. Es hieß hier drüben bei Vorratsschuppen, da hat mich das schon die ganze Zeit hier belästigt. Ich gehe mal dorthin, zum Funkturm. Es hieß da eigentlich, dass dieser Vogel aufgrund des Funkturms eine Störung, also dass der Vogel da gestört wird. Naja, bis gleich. They don't know my name.